Leben aus der klebrigen Masse herausziehen, in der er so lange gefangen gewesen war. Er stemmte sich fest in den Boden, damit das Boot die heranrollenden Wellen überwand und sich aufs offene Meer hinaus bewegte. Er stand bis zu den Knien im Wasser. Mitten in der Nacht, sagte er sich, wie ein Dieb. Hinter ihm lag Catania und schnarchte wie ein Priester nach einem guten Essen. Die Nacht lag über den Menschen und verschlang sie. Ich bin der Einzige, der nicht schläft. Mit wachem Körper und scharfem Blick schob er das Holzboot kraftvoll an. Als er an Bord sprang, schwankte das Boot und das Meer plätscherte hell. Unter einer Plane fand er die Pakete wieder, die er tags zuvor dort deponiert hatte. Ein paar kostbare Dinge, die einzigen, die ihm fortan wirklich gehörten. Wasser, ein Sack voller Konservendosen, ein paar Zigaretten, zwei Kanister Benzin. Alles Übrige ließ er zurück. In diesem Augenblick überfiel ihn ein Gefühl des Schwindels. Wohin gehe ich? Fragte er sich. Hoffe ich wirklich darauf, irgendein Land zu erreichen? Gibt es Küsten, an denen ich landen werde? Oder ist das Ganze einfach nur ein Weg, um zu verschwinden? Heute Nacht sterben, auf offener See verloren gehen? Ist es das, was ich vorhabe, ohne es mir offen eingestehen zu können? Er wusste nicht, was er denken sollte. Eine Weile blieb er reglos sitzen, mit dem Rücken zur offenen See. Alles war ruhig. Die Lichter von Catania spiegelten sich auf den Wellen. Er sagte sich, dass er in diesem Moment unmöglich den Motor anlassen konnte. Das Geräusch wäre eine Beleidigung der Nacht. Er würde Gefahr laufen, die Stadt aufzuwecken. Irgendwo auf dem Kai würde vielleicht ein Mann den Kopf in seine Richtung drehen, überrascht, dass so spät jemand in der Nacht jemand mit einem Boot den Hafen verließ. Man würde ihn wegfahren sehen. Er wollte aber verschwinden, ohne dass irgendjemand davon wusste. Da nahm er die beiden Ruder, die auf dem Grund des Bootes lagen, und tauchte sie sanft in die Fluten. Er verließ den kleinen Fischereihafen mit der langsamen Kraft seiner Arme, lautlos wie ein Fisch. Seine Abfahrt ließ die da liegenden Boote kaum schaukeln. Die Nacht war klar, der Wind hatte sich gelegt. Im Geiste nahm er sich die Zeit, um sich von seiner Stadt, seinem Leben zu verabschieden. Er wusste, dass er nicht mehr zurückkommen würde. Er dachte an Angelo und an den alten Laden, in dem er glücklich gewesen war. Er dachte an die Straßen, die er kannte, an seine Wohnung, an die Männer von seiner Fregatte. Er dachte an all die Handgriffe und Gewohnheiten, die aneinandergereiht einen Tag, eine Woche, ein Leben ergeben. Er machte sich von all dem frei. Jede Welle, die ihn sanft zur Küste zurückdrängte, setzte er einen entschiedenen Ruderschlag entgegen. Als er den kleinen Hafen verlassen und einen letzten Blick zurück auf die sizilianische Küste geworfen hatte, ließ er den Motor an. Das Geräusch der Maschine durchbrach die Stille der dunklen Weite, die sich vor ihm öffnete. Er wechselte den Platz. Um das Boot zu steuern, musste er der Küste nun den Rücken zukehren. Vor ihm, soweit das Auge reichte, lag nur noch das tiefe Schwarz des Meeres. Das Boot nahm Kurs nach Südwesten. Eine sture kleine Maschine, die die Fluten zerteilte und eine winzige Benzinspur hinterließ. Er kannte die Strecke in- und auswendig. Seine Fregatte war sie über 3 Jahre lang ständig hin- und zurückgefahren. Doch diesmal legte er sie dicht über der Wasseroberfläche zurück und er musste lächeln. Catania entfernte sich. In seinem stillen Boot fühlte er sich dem Himmel nahe. Er war ein winziger, doch lebendiger Teil der unendlichen Weite, die ihn umgab. Er hatte Angst, natürlich, aber eine Angst, die sein Blut anpeitschte. Er war unterwegs in jenes Land, wo sie alle herkamen. Er würde es so machen wie sie. Nachts über die Grenzen gehen, schauen, wie die Menschen anderswo leben, Arbeit finden, das zum Überleben Nötige verdienen. Er hatte Kurs auf Libyen genommen. Er wusste nicht, was er tun würde, wenn er einmal dort wäre. Er hatte keinen Plan mehr. Der Augenblick würde entscheiden. Vielleicht würde er an der libyschen Küste bleiben und dort arbeiten
oder er würde weiter in den afrikanischen Kontinent vordringen. Es war nicht wichtig. Vorerst ließ er sein Boot die Fluten zerteilen. Später in der Nacht erblickte er eine riesige Masse am Horizont. Es war die Insel Lampedusa. Er wollte dort nicht anhalten. Die schwarze Silhouette der Insel wirkte auf ihn wie die letzte Hafenboje vor dem offenen Meer. Dieser Felsen, den zu erreichen sie alle träumten, der Felsen, den er so lange bewacht hatte wie ein treuer Cerberus, erschien ihm wie ein hässlicher Steinhaufen, den man so schnell wie möglich hinter sich lassen musste. Ich bin nackt und bloß, dachte er, wie nur ein Mensch ohne Identität es sein kann. Die Nacht hüllte ihn sanft ein, die Wellen wiegten sein Boot wie eine Mutter. Lampedusa verschwand. Dann dachte er daran zurück, was der Unbekannte auf dem Friedhof gesagt hatte. Die Weiden werden fett sein und die Bäume voller Früchte hängen. Dort drüben wird alles gut sein. Und das Leben wird vorüberziehen wie eine Liebkosung. Das Eldorado. Er dachte an nichts anderes mehr. Er wusste wohl, dass er gegen den Strom der Flüchtlinge schwamm, dass er Ländern entgegenfuhr, in denen die Erde rissig ist und Hunger herrscht. Doch das Eldorado gab es trotzdem und er konnte nicht anders, als davon zu träumen. Das Leben, das ihn erwartete, würde ihm weder Gold noch Wohlstand bieten. Das wusste er. Doch das war auch nicht, was er suchte. Er wollte etwas anderes. Er wollte, dass in seinen Augen jener Wille aufleuchtete, den er so oft voller Neid im Blick der von ihm aufgegriffenen Menschen gesehen hatte. Schon wurde der Wind schärfer, die Augenblicke intensiver. Er würde wieder denken müssen, Pläne ausarbeiten, kämpfen. Er konnte sich nur auf seine eigenen Kräfte verlassen. Wie erreicht man, was man will, wenn man nichts hat? Welche Kraft und welche Entschlossenheit braucht man dafür? Alles würde schwer und anstrengend werden, doch er zitterte nicht. Schon brach die Kälte über ihn herein. Die Feuchtigkeit der Luft ließ seine Haut klebrig werden, aber er hatte das Gefühl zu leben. Das Meer war groß, er verschwand in der weiten Welt. Auch er würde nun zu jenen Gestalten werden, die weder Namen noch Geschichte haben und von denen niemand etwas weiß, weder woher sie kommen, noch was sie antreibt. Er würde sich in der großen Menge derer verlieren, die wild entschlossen zu neuen Ufern aufbrechen. Anderswohin, immer weiter. Er dachte an die Stunden voller Mühsal, die ihn erwarteten, an die Kämpfe, die er würde ausfechten müssen, um zu erreichen, was er wollte. Er war unterwegs und er hatte beschlossen, seinen Weg zu Ende zu gehen. Er war niemand mehr. Er fühlte sich glücklich. Wie gut es tat, nichts zu sein. Nichts als ein Mensch, ein armer Mensch auf dem Weg ins Eldorado. Mögt ihr noch? Ja. Gut. Dann möchte ich jetzt direkt zur blutigen Schlusspassage kommen. Hier vielleicht noch kurz, es wird immer zwischen den einzelnen Kapiteln die Geschichte, der zweite Mütter erzählt, die sich von Sudan auf den Weg machen, Richtung Festung Europa, und ganz am Schluss gibt es dann eine Begegnung zwischen dem ehemaligen Kommandanten und den beiden Flüchtlingen. Nee, ist dann nur noch einer.